ist ja auch schon ohne Leuten etwas ruhiger geworden, sodass ich mich also wirklich auch gezwungen sehe zu beginnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 22. Sitzung des Kreistages des Altmarkkreises Salzwedel. Es ist die letzte Sitzung in diesem Jahr. Ich begrüße Sie, die Mitglieder des Kreistages und die Gäste aufs Herzlichste. Die Einladung und die Unterlagen zur heutigen Sitzung wurden Ihnen am 29.11. dieses Jahres elektronisch zur Verfügung gestellt. Ich stelle fest, dass entsprechend der Geschäftsordnung § 1 Satz 1 und 5 die Ladungsfrist eingehalten wurde. Von 42 Mitgliedern des Kreistages und dem Landrat sind die überwiegende Mehrheit der Kreistagsmitglieder und der Landrat anwesend. Das genaue Ergebnis fürs Protokoll gebe ich Ihnen dann, sobald ich es auch habe. Die Tagesordnung liegt Ihnen mit der Einladung schriftlich vor. Gibt es Ihrerseits Anträge zur vorliegenden Tagesordnung? Ja, bitte, Herr Genz. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Damen und Herren, die CDU-FDP-Fraktion beantragt die Vertagung des Tagesordnungspunkt 8.17, Beschluss über die Anzahl der Wahlgebiete zu bildenden Wahlbereiche sowie deren Abgrenzung für die Wahl des Kreistages am 9. Juni. Die Gründe sind die, gerade in Zeiten von Politikverdrossenheit ist es doch wichtig, dass wir schauen, dass wir auch weiterhin Wahlbereiche haben, die uns eine bürgernahe Politik und eine bürgernahe Wahlentscheidung, die uns dabei helfen. Deswegen sehen wir in den Antrag, in den vorliegenden Beschlussantrag der Verwaltung, da Spielräume drin. Ja, es geht 20% Unterschied sollte nicht sein. Unser Unterschied liegt bei 0,58% sind wir drüber. Das sind ca. 470, 480 Einwohner. Wenn die nicht wären, beziehungsweise wenn wir da Möglichkeiten finden würden, da eine Anpassung zu finden, könnten wir den bestehenden oder die bestehenden Wahlbereiche so lassen. Es geht darum, dass wir eventuell auch schauen sollten, dass, wie kann man es am besten ausdrücken? Wie gesagt, die Politikverdrossenheit. Wir müssen schauen, dass wir das wieder hinkriegen, so wie es halt war. Wir können uns, denke ich mal, in diesen Antrag, da finden wir, darauf wollte ich hinaus, genau, jetzt finde ich es wieder den Faden, Entschuldigung. Da steht sehr viel sollte und sehr viel grundsätzlich. Sollte heißt nicht muss und grundsätzlich impliziert eigentlich immer wieder die Möglichkeit, Ausnahmen zu generieren. Und wir sollten einfach schauen, ob wir nicht hier für unseren Bereich von diesen 0,58% eine Ausnahme finden könnten. Daher der Antrag, dass wir es vertagen, dass wir uns dann nochmal zusammensetzen mit der Verwaltung, mit den einzelnen Fraktionsvorsitzenden und wirklich alles rechtssicher abklopfen. Dass zum einen auch wir Wahlbereiche haben, die rechtssicher sind, aber auch eine Wahl haben, die auch am Schluss auch nicht anfechtbar ist. Daher unser Antrag. Gut, schönen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte, Herr Landrat. Ja, also zu dem Punkt möchte ich Folgendes sagen. Ich kann dem nicht ganz folgen, dem Ansinnen. Und zwar haben wir ja nicht umsonst die Landeswahlleiterin befragt dazu. Und der Schriftverkehr ist Ihnen auch bereits schon zugegangen. Mir fällt es schwer, Ihnen etwas vorzulegen, das rechtswidrig ist. Und im Übrigen, was das Thema Anfechtbarkeit der Wahl angeht, sie wäre ja genau dann anfechtbar, wenn wir hier eine Ausnahme machen, ohne dafür einen wirklich triftigen Grund zu haben. Dann ist die Wahl anfechtbar. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das alle wollen, dass wir eine anfechtbare Wahl haben. Wir sind von den Einwohnerzahlen eben eher geschrumpft. Das heißt, wir haben versucht, Ihnen mit dem Vorschlag etwas zu geben, worüber Sie gut entscheiden können, nämlich eine Struktur, die auch ungefähr der Zusammengehörigkeitsstruktur im Altmarkkreis entspricht. Die 7, das ist die eindeutige Aussage von der Landeswahlleiterin, wäre rechtswidrig und würde dem Grundsatz der Gleichheit von Wahlen widersprechen. Und das kann ich Ihnen als Hauptverwaltungsbeamter nicht vorlegen. Gut, vielen Dank.
bereichert. Wir finden diesen Antrag an dieser Stelle doch etwas deplatziert. Wir würden uns wünschen, dass wir in die Beratung eintreten, und dazu müssten wir diesen Tagesordnungspunkt auch auf der Tagesordnung belassen. Und dafür möchte ich im Namen der Freien Liste hier an dieser Stelle auch plädieren. Wenn sich dann im Rahmen der Beratung ein alternativer Vorschlag oder weiterer Beratungsbedarf ergibt, bestehen alle Möglichkeiten nach unserer Geschäftsordnung, dann diesen Antrag nochmal zu stellen, dass er nochmal zur Beratung zurückgestellt wird. Das würde ich aber gerne tun, also erst einmal beraten und dann, wenn es wirklich gute Argumente gibt, dann eine Entscheidung treffen, wie wir dann weiterverfahren, wenn es heute zu keiner Entscheidung kommen kann. Danke. Gut. Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich erst mit dem Antrag von Herrn Gens zur Abstimmung bringen. Wer dem Vorschlag von Herrn Gens so folgt, den bitte ich ums Kartenzeichen. Dann müssen wir mal durchzählen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ist richtig? Ich habe ja 14. Wer ist dagegen? Ich denke, das ist dann die Mehrheit. Eins. Also, hattest du dich entschieden? Ich habe dich ja nicht gesehen. Ich war dafür. Dann wären es doch 15 gewesen, meine ich. Nicht? Ich war dafür. Ja, Entschuldigung, 15 waren es da, nicht beim ersten. Wir sind jetzt 16. Gut, okay, gut. Wenn dann die 16 sind, ist dann der Antrag abgelehnt. Und dann werden wir im Prinzip im Verfahren nachher, ich meine, über Ihren Antrag mache ich mal abzustimmen, der ist ja im Prinzip in der Tagesordnung so drin, das ist alles so in Ordnung. Die Anzahl der Anwesenden ist zurzeit? Dann passt das ja nicht. 35. Ja, 35, wir hatten jetzt 16 zu 15, passt das? Nee, da fehlt. Wer enthält sich dabei? Wisst ihr, dann haben wir noch 1, 2 Enthaltungen, passt das an? Also es waren 15 dafür, 16 dagegen und 2 Enthaltungen. Passt das? Nicht ganz. Wer hat nicht abgestimmt? Dann müssen wir nochmal machen. Also, wer war für den Antrag? So, ja, so. So, wer ist dagegen? 16, 17. Gut, okay. Und wer enthält sich der Stimme? Bei 2 Enthaltungen, dann passt es jetzt. Bei 35 Anwesen, 81,4% sind das. Ergebnis ist also genauso, wie wir das vorher hatten, nur jetzt stimmen die Zahlen. So, Herr Landrat. Ja, ich habe auch einen Antrag zu stellen, und zwar im nicht öffentlichen Teil die Besetzung der Planstelle Leiter Personal Organisationsamt. Das ist die Nummer 10.1.2. Müssen wir von der Tagesordnung nehmen, da hier noch eine rechtliche Prüfung erforderlich ist. Wir können also nicht abschließend heute darüber entscheiden. Gut, 10.1.2 streichen wir. Stimmen wir darüber ab, oder? Nein, wir brauchen nicht überhaupt nicht. Das ist gut. Wenn Sie das jetzt einbringen, so, dann ist. Wenn Sie einfach mal nicht abstimmen lassen, dann können wir es ja nicht ändern. Nein, mache ich auch nicht. Gut, okay. Ist dann soweit mit der Tagesordnung? Gut. Dann bitte ich in Gänze über die geänderte Tagesordnung. Will heißen, wir ändern die Tagesordnung nicht öffentlichen Teil im Punkt 10.1.2, den wir heute von der Tagesordnung absetzen. Wer dann mit dieser geänderten Tagesordnung einverstanden ist, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Ist nicht der Fall, ist jemand dagegen, dann ist das so einstimmig angenommen und wir können in diese Tagesordnung dann entsprechend einsteigen. Ich rufe dann den Tagesordnungspunkt 2 auf. Das ist die Verpflichtung eines ehrenamtlichen Mitglieds des Kreistages auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Amtspflichten durch den Vorsitzenden des Kreistages, in dem Falle durch mich. Es ist ungewöhnlich. Wir haben ja heute denjenigen immer noch mit am Tisch sitzen, der ausscheiden wird. Aber ich finde, es ist auch richtig, dass derjenige, der dann als Nachrücker hier eintritt und wir ja einen nächsten Kreistag erst planmäßig im März haben und derjenige, der dann für Sie, Frau Gruner, nachrückt, kann ja dann schon an den Ausschüssen dann im Vorfeld dann auch teilnehmen, um dann bei der nächsten Kreistagssitzung entsprechend also auch voll im Bilde zu sein. Ich bitte Sie also, Herr Hamann, hier zu mir nach vorn zu kommen. Und
sich dann letztendlich vereinigen zu lassen. Kommt am besten hier hinter mir oder neben mich die Bütt und dann. Aber bevor, ja, erstmal würde ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen, damit wir als Mitglieder des Kreises auch wissen, wer Sie hier sind. Bitte. Okay, mein Name ist Rolf Hamann. Ich bin 74 Jahre alt, bin Rentner, ursprünglich vom Beruf Maschinenschlosser. Ich habe 4 schöne Kinder, 5 Enkelkinder. War mal in der Partei Die Linke, bin ich aber inhaltlich der immer nach wie vor nahe. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass es so kam jetzt, ne? Aber wenn so eine Situation eintritt, dann muss man halt zu seinem Wort stehen und ja, dann geht's los nächstes Jahr. Gut. Okay, bleiben Sie hier noch kurz stehen. Ja. Herr Hamann rückt also, wie gesagt, dann ab 1.1.2024 für Frau Gruner nach. Sehr geehrter Herr Hamann, gemäß der Paragraphen 53 Satz 2 und 43 Satz 1 Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt verpflichte ich Sie, Ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen und Ihr Ehrenamt nach dem Gesetz und nach Ihrer freien, dem Gemeinwohl verpflichtenden Überzeugung auszuüben. Sie sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Ich weise Sie aktenkundig auf die Paragraphen 32 und 33 Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt hin, wonach Sie insbesondere die Amtsverschwiegenheit und die Treuepflicht und das Mitwirkungsverbot bei der Ausübung Ihres Ehrenamtes zu beachten haben. Ich weise Sie darauf hin, dass Sie sich zukünftig gemäß § 108e Strafgesetzbuch strafbar machen können, wenn Sie als Mitglied des Kreistages einen ungerechtfertigten Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordern, sich versprechen lassen oder annehmen, dass Sie bei der Wahrnehmung Ihres Mandates die Handlung im Auftrage oder auf Weisung vornehmen oder unterlassen. Ich bitte Sie, dieses auf der in Umlauf gegebenen Liste durch Ihre Unterschrift zu bestätigen und würde Sie dann ab 1. Januar herzlich willkommen. Bleiben Sie bis dahin gesund. Danke. Und darüber hinaus auch, dass Sie nach Ihrer Arbeit dann auch raus sind. Dankeschön. Okay. Wichtig, dass er das gesagt hat. Ich auch darüber bedankt. Herr Reichert. Wir haben begründet, dass die Verpflichtung heute deswegen vorgezogen wird, weil die Ausschussarbeit dann entsprechend wahrgenommen werden kann. Gibt es denn heute auch noch eine Mitteilung über die neue Ausschussbesetzung? Das überlassen wir mal der Tagesordnung hier und der Mitteilung von Seiten der Fraktionen. Dem kann ich so nicht vorgreifen. Er musste ja auch erstmal Ja sagen. Ne? So, jetzt kommen wir zu einem nächsten wichtigen Punkt dieser Tagesordnung, der ja eigentlich auch mehr oder weniger historisch ist. Sowas hat man ja so in dieser Form auch noch nicht. Und es handelt sich dabei um die Verabschiedung von Ihnen, Frau Gruner. Und wir wollen Ihnen für Ihr langjähriges Engagement im Kreistag ganz herzlich danken. Sie haben sich ja wieder ganz Besonderes was einfallen lassen für alle Kreistagsmitglieder. Das macht auch nicht jeder. Aber Sie machen das auch schon über Jahre hinaus. Und deswegen wird der Landrat und ich, nachdem der Landrat auch noch mal einige persönliche Worte sicherlich an Frau Gruner gerichtet hat, Ihnen unseren aller Dank hier aussprechen. Bitte, Herr Landrat. Ich würde das gern im Teil Informationen und Anliegen machen. Ich habe ja halt etwas vorbereitet. Okay. Gut, ja, dann können wir jetzt trotzdem die Verabschiedung, jetzt wollten wir ja eigentlich ja noch nicht. Das machen wir dann. Okay, können wir das ja auch in der Form machen. Ja. Aber hier in meinem Manuskript steht das halt drin. Hallo.
Am besten ja. Gar nicht, genau. Ja gut, Frau Gunnar, es geht aber immer nicht nach Ihnen nur. Sondern da müssen wir also auch als Männer schon mal ein eigenes Wort reden dürfen. Sie ist ja auch auf stimmberechtigt. Ja. Du kannst doch nicht jetzt vom Anfang. Nee, gut, okay. Dann nehme ich den nächsten Tagesordnungspunkt. Und zwar ist das der Tagesordnungspunkt 3, die Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Kreistages vom 11.09. Gibt es Ihrerseits dazu Anmerkungen? Ist nicht der Fall, dann bitte ich um Zustimmung durch Karten. Bitte. Ja, bitte. Doch. Ja. Habe ich abstimmen lassen, hundertprozentig. Ich will jetzt nicht böswillig sein. Ja. Genau. Gut, aber trotzdem, dass du glaubtest, voll im Bilde zu sein, akzeptiere ich. Gut. Also, Niederschrift, bitte Kartenzeichen, wer damit einverstanden ist. Danke, das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Eine Enthaltung, zwei Enthaltungen? Dann ist jemand dagegen? Dann ist er einstimmig so angenommen. Wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt 4, Bekanntgabe des im nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung des Kreistages gefassten Beschlüsse am 11.09. Hier ging es in der Vorlage Nummer 552 um die Gewährung einer Arbeitsmarktzulage. Der Kreistag beschloss einstimmig im Einvernehmen mit dem Landrat, wird einer Kinder- und Jugendärztin im Amt für Verbraucherschutz und Gesundheit rückwirkend ab dem 01.02.2023 eine Arbeitsmarktzulage bis auf Widerruf gewährt. Das waren die Beschlüsse im nicht öffentlichen Teil. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 5, Aktuelle Stunde. Die Fragestunde für Mitglieder des Kreistages. Wer von den Kreistagsmitgliedern hat eine Anfrage? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 5 und rufe den Tagesordnungspunkt 6, Einwohnerfragestunde, auf. Bitte, Sie als Einwohner haben jetzt die Möglichkeit, Anfragen zu stellen. Wünscht jemand das Wort? Ich sehe, das ist auch nicht der Fall. Sodass ich diesen Tagesordnungspunkt ebenfalls schließe. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 7, Mitteilung, Klärung von Anfragen. Bitte, Herr Landrat. Danke. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, gleich zu Anfang bitte ich Sie um Nachsicht, dass ich heute nur sehr kurz zu Ihnen spreche, da ich nach überstandener Corona-Infektion leider noch nicht ganz die Stimme wiedergefunden habe. Ich bin meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, besonders in der Kämmerei, sehr dankbar, dass sie es trotz der geballten Arbeit an zwei Jahresabschlüssen und der Deckung der erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen im Jugend- und Personalbereich in diesem Jahr geschafft haben, Ihnen pünktlich im Dezember einen Haushalt für das Folgejahr vorzulegen. Das Haushaltsvolumen hat sich zu diesem Jahr erheblich erhöht. Der Kreis sieht sich allein durch die Tarifanpassung 2024 Mehrausgaben im Bereich Personal von fast 6 Millionen Euro gegenübergestellt. Unsere Aufwendungen im sozialen Bereich werden ebenfalls erneut ansteigen. Auch haben wir weitere Personalbedarfe, die zur Erfüllung unserer gesetzlichen oder übertragenen Aufgaben erforderlich sind. In den Ausschüssen wurde der Haushalt vorberaten und viele Fragen beantwortet. Ich bitte Sie deshalb heute um Ihre Zustimmung. 7,5 Millionen Euro Rücklage löst der Kreis auf. Der Kreisumlagehebesatz konnte so stabil gehalten werden. Der bewährte Prozess der Abwägung der finanziellen Situation des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen konnte hier die Rechtssicherheit der Entscheidung festigen. Lassen Sie mich kurz auf ein paar verwaltungsinterne Dinge eingehen, die ich für wichtig halte, Ihnen mitzuteilen. Seit 01.07.2023 arbeitet die Kreisverwaltung mit einer veränderten Struktur. Der Zuschnitt der Dezernate wurde verändert und dysfunktionale Regelungen korrigiert. Schul- und Kulturamt wurden getrennt, um das Thema Personal, bei dem wir zukünftig viel vorhaben, zu stärken und die nötige Ressource für die Einführung eines modernen Personalentwicklungskonzeptes mit einem durchgängigen Beurteilungssystem zu schaffen, wurde eine Amtsleitung für das Personal- und Organisationsamt installiert. Die Vergabestelle wurde neu konzipiert und zugeordnet. Bau und Bauunterhaltung wurden getrennt. Es gibt ein neues Sachgebiet Liegenschaften. Auch in der neuen Struktur werden wir sicher noch Potenzial für Verbesserungen feststellen und diese dann auch nutzen. Wir wollen eine moderne und veränderungsoffene Verwaltung werden. Den Bereich zentrale Dienste
Entschuldigung, der Bereich Zentrale Dienste hatte in diesem Jahr 140 Umzüge im gesamten Haus zu stemmen, die nicht alle, aber überwiegend mit dem Bezug des Hauses 5 durch das Amt für Verbraucherschutz und Gesundheit zusammenhingen. Daneben hat der Bereich erfolgreich den World Clean Up Day begleitet und ein sehr schönes Sommerfest für die Beschäftigten der Kreisverwaltung organisiert. Ich habe es allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereits auf der Personalversammlung übermittelt und möchte es an dieser Stelle zur Würdigung der geleisteten Arbeit wiederholen. Auch in 2023 haben Sie im Sinne der Bürgerinnen und Bürger des Altmarkkreises tolle Arbeit geleistet und verdienen meinen Dank und meine Anerkennung. Die Umstände, unter denen teilweise gearbeitet werden muss, sind nicht immer die besten, gerade dort, wo Sie mit der Unzufriedenheit der Menschen konfrontiert sind, die leider immer häufiger unangemessen vorgetragen wird, braucht es oft Geduld und Zeit. Ein Thema mit zunehmender Bedeutung hat uns in diesem Jahr beschäftigt und wird uns weiter vieles abfordern. Sprachen wir in den letzten 3 Jahren von erheblicher Trockenheit aufgrund der klimatischen Veränderungen, müssen wir in diesem Jahr und aktuell sogar in diesen Stunden mit der Gefahr von Hochwasser umgehen. Ursächlich ist hier die Intensität der Niederschläge und damit ein höherer Abfluss. Uns bereitet das schon Sorgen. Bei einer Besichtigung der Klenzmannstaue in Betzendorf wurde exemplarisch klar, vor welchen Herausforderungen wir und die Unterhaltungsverbände zukünftig stehen, besonders vor dem Hintergrund des neuen Wassergesetzes für Sachsen-Anhalt, mit welchem im ersten Quartal 2024 zu rechnen ist. Zur Verdeutlichung habe ich Ihnen 3 Zahlen mitgebracht. Danke. Und zwar die Niederschlagsdaten von 3 Messstellen. Gardelegen verzeichnete Ende November bereits 134% des normalen jährlichen Niederschlages. Diesdorf 142% und Lüchow, da Salzwedel keine eigene Messstelle hat, 128%. Die Warnstufe 3 für die Dumme musste jetzt schon mehrfach ausgerufen werden. In meiner Heimatstadt Kalbe habe ich so hohe Wasserstände der Milde in 49 Jahren noch nicht erlebt. Das Kloster Damberg in der Jetze-Niederung war zeitweise bis auf die Zufahrt komplett von Wasser umgeben. Beim Blick in die Zukunft möchte ich Ihnen neben dem Haushalt noch ein paar Punkte mitteilen. Als erstes natürlich, dass wir zusammen mit dem Landkreis Stendal vom 19. bis 28. Januar einen Gemeinschaftsstand auf der Internationalen Grünen Woche haben werden. Am 20. Januar wird der Tag der Altmark begangen und gerade da sind Besucherinnen und Besucher aus der Region gern gesehen. In Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung bietet die Urania Salzwedel dazu passend eine Tagesfahrt ab Salzwedel über Gardelegen an. Vielleicht hat da jemand von den Kreistagsmitgliedern Lust auf eine solche Reise. Wir würden uns freuen, Sie dort zu begrüßen. Entsprechende Flyer sind am Eingang des Kreistagssaals ausgelegt. Ich muss noch mal kurz, tut mir leid. Gegebenenfalls haben Sie es in der Presse entnommen, Böckwitz-Sicherie ist neben Hüttensleben und Stapelburg im Harz in der engeren Auswahl für ein Besucherzentrum am Grünen Band. Wir werben natürlich sehr für dieses touristische Highlight und sehen es als gute Chance für das Land Sachsen-Anhalt, die Altmark touristisch weiterzuentwickeln und auch mal außerhalb des Harzes einen Ankerpunkt zu setzen. Wir haben uns 2023 mit der Umsetzung des Kreisentwicklungskonzeptes beschäftigt und den Status quo der einzelnen Handlungsfelder ermittelt. Damit stellen wir sicher, dass das Konzept lebt und kein Papiertiger ist. Außerdem haben wir dem Kreisentwicklungskonzepten beider Kreise in der Altmark eine regionale Entwicklungsstrategie Altmark als Dach aufgesetzt, um Synergien zu nutzen und an altmarkweiten Themen konzentriert zu arbeiten. Zum Schluss möchte ich ganz persönlich die Gelegenheit nutzen, im Namen des Altmarkkreises Frau Gabriele Gruner zu danken. Wir müssen uns heute, liebe Frau Gruner, von Ihnen verabschieden. Viele Abschiede haben Sie in den letzten Wochen erleben müssen, denn Sie sind nicht nur von Anfang an in der Kommunalpolitik tätig. Sie engagieren sich für die Altmark und ihre Menschen auch in Vereinen und Institutionen. Als streitbare Frau haben Sie immer das Beste für die Bürgerinnen und Bürger im Auge gehabt. Mit viel Hingabe, enormem Zeitaufwand, guter Vernetzung und hohem politischen Sachverstand. Dafür danke ich Ihnen auch persönlich und zolle Ihnen großen Respekt. In der letzten Zeit wurde Ihr Engagement für Sie selbst auch immer belastender. Sie haben mir erzählt, dass der Umzugswagen am 14. Dezember fährt. Ich weiß auch, dass Sie uns nicht ganz freiwillig verlassen. Und deshalb nur noch ganz kurz. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich noch lange der vielen Geschenke und Aufmerksamkeiten erfreuen können, die Sie so zahlreich in den letzten Wochen erhalten haben. Machen Sie es gut und behalten Sie uns in guter Erinnerung, vielleicht ja beim Stöbern in dem Buch, das wir Ihnen heute zusammen mit einer regionalen Leckerei als kleines Abschiedsgeschenk übergeben wollen. Alles Gute für Sie.
Da wir als Fraktionsmitglieder möchten Sie den vor allen Dingen dann, weil du langt ja nicht kommst. Sonst mal, wir wünschen dir für Gesundheit und wir haben natürlich mal ein ganz schweres Buch, aber es wird dich immer an deine Heimat erinnern und die Karte hat extra so angefertigt, dass du sie auch immer lesen kannst. Wie ein kleiner Schmetterling fliegst du nun davon, aber du wirst noch viele, viele, viele Jahre erleben. Vielen Dank und bleib gesund. Alles gut, Frau Huber. In Ordnung. Gibt es weitere Informationen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Punkt 7.1. Das ist der Gesamtbericht für das Jahr 2022 zu den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen des Altmarkkreises im öffentlichen Personennahverkehr. Das ist die Vorlage 575. Gibt es dazu Anfragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir als Kreistag den Gesamtbericht für das Jahr 2022 zu den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen des Altmarkkreises im ÖPNV gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verwaltungsordnung Nummer 1370 aus 2007 zur Kenntnis nehmen. Wer das so möchte, den bitte ich ums Kartenzeichen. Danke sehr. Ist jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Enthält sich jemand? Das ist auch nicht der Fall. Dann haben wir das so einstimmig zur Kenntnis genommen. Ich rufe dann die Informationsvorlage Nummer 649 auf. Das ist die Vorlage zum Deutschlandticket-Ausblick 2024. Hat jemand dazu Meinungsäußerung? Das ist nicht der Fall. Dann können wir das also auch so zur Kenntnis nehmen. Die Informationen zur Fortführung des Deutschlandtickets ab dem 01.01.2024. Wer das so zur Kenntnis nimmt, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Ist jemand dagegen? Das ist auch nicht der Fall. Dann haben wir das so einstimmig zur Kenntnis genommen. Und wir sind damit mit den Informationen durch. Kommen zum Tagesordnungspunkt 8, zu den Beschlussvorlagen. Die erste Beschlussvorlage ist die Neufassung der Satzung des Jugendamtes des Altmarkkreises Salzwedel mit der Vorlage 610. Wünscht dazu jemand das Wort? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir als Kreistag beschließen. Der Kreistag beschließt die Neufassung der Satzung des Jugendamtes des Altmarkkreises Salzwedel gemäß Anlage 1. Wer das auch so möchte, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr, das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Ist jemand dagegen? Das ist auch nicht der Fall, sodass wir das einstimmig so beschlossen haben. Die nächste Vorlage im Tagesordnungspunkt 8.2 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 inklusive sämtlicher Anlagen für den Eigenbetrieb Jobcenter des Altmarkkreises Salzwedel sowie Entlastung des Betriebsleiters. Wer wünscht dazu das Wort? Niemand? Dann können wir als Kreistag beschließen. Der Beschlussvorschlag lautet, der Kreistag beschließt, der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wird festgestellt. Gemäß § 23 Absatz 1 Kommunalhaushaltsverordnung wird der Jahresabschluss in Höhe von 15.534,87 Euro den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Dem Betriebsleiter des Jobcenters Altmarkkreis Salzwedel wird für das Haushaltsjahr 2021 die Entlastung erteilt. Die Stellungnahme des Betriebsleiters zu den Prüffeststellungen wird bestätigt. Wer dem so folgt, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Eine Enthaltung. Ist jemand dagegen? Dann bleibt das einstimmig so beschlossen. Der nächste Tagesordnungspunkt ist Tagesordnungspunkt 8.3, Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlung an die PVGS
Altmarkkreis Salzwedel GmbH für Ausgleichszahlung für das Haushaltsjahr 2023. Dazu ist Ihnen heute noch einmal ergänzende Hinweise per Mail zugegangen. Mir ist es jedenfalls so passiert. Ich hoffe, das ist Ihnen also auch so zugegangen. Gibt es Ihrerseits dann auch in diesem Zusammenhang noch Rückfragen zu dieser Vorlage? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir den Beschluss fassen. Der Kreistag beschließt überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 390.685,75 Euro. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind gedeckt durch eine ergebniswirksame Auflösung der Rückstellung von Mitteln für Bildung und Teilhabe aus dem Jahre 2011 bis 2013. Wer dem so folgt, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Ist jemand dagegen? Das ist auch nicht der Fall. So, das ist einstimmig angenommen. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 8.4, Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für die Hilfen zum Lebensunterhalt im Haushaltsjahr 2023. Die Vorlage 631. Gibt es Ihrerseits dazu Anmerkungen, Rückfragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kann der Kreistag den Beschluss fassen. Der Kreistag beschließt überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 271.312,23 Euro aufgrund steigender Mietpreise und höherer Regelleistungen. Der Aufwand wird durch Mehrerträge auf der Buchungsstelle 3.1.3.10.448110 gedeckt. Wer dem so folgt, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Ist jemand dagegen? Das ist auch nicht der Fall. Dann ist das so einstimmig beschlossen. Die nächste Vorlage im Tagesordnungspunkt 8.5 ist die Vorlage 628. Die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung von Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Altmarkkreises Salzwedel. Gibt es dazu Ihrerseits Anmerkungen, Rückfragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall, da können wir ja auch zum Beschluss kommen. Der Kreistag beschließt die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung von Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Altmarkkreises Salzwedel. Wer dem so folgt, bitte ich ums Kartenzeichen. Danke sehr. Ist jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Enthält sich jemand? Das ist auch nicht der Fall. Dann ist das so einstimmig beschlossen. Der nächste Tagesordnungspunkt in 8.6 sieht vor die Vorlage Nummer 625. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 des Eigenbetriebes Jobcenter inklusive der Anlagen. Gibt es Ihrerseits dazu Wortmeldungen? Herr Koch, bitte. Jetzt an? Jetzt ja, ist an. Ja. Hat vorher schon geleuchtet. Gut, okay. Herr Iwatowski, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Nachfrage. Im Finanzausschuss haben wir eine schöne Präsentation erhalten von dem Jobcenter. Daraus ging auch hervor, wie hoch die Ausgaben jetzt gestiegen sind durch das Bürgergeld, was jetzt auf Bundesebene beschlossen wurde. Zeitgleich wurden ja auch die Sanktionen eingestellt. Sanktionen, das bedeutet, wenn jetzt jemand unwillig ist, Maßnahmen zu ergreifen, um wieder in den Job zu kommen, wurde er ja früher sanktioniert. Das ist jetzt nicht mehr so. Und aus der Grafik, ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig, weil die Präsentation war leider nicht im Mandatus hinterlegt, ging hervor, dass damit gerechnet wird, dass ungefähr die Leistungen für Integrationsleistungen um knapp 1 Million zurückgehen. Deswegen die Frage, rechnet man jetzt damit, dass einfach viele, die jetzt eben arbeitslos sind, auch arbeitslos bleiben, weil einfach keine Anreize mehr geschaffen werden durch das Bürgergeld und durch diese Sanktionsunwilligkeit? Und wenn ja, wie hoch belastet das jetzt unsere eigene Kasse? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also das hat man wirklich in dem Diagramm gesehen.
Zunahme der Empfänger, Rückgang der Integrationsleistung. Ich meine, wenn man damit rechnet, dann rechnet man ja wohl auch damit, dass anscheinend die Leute nicht mehr in die Arbeit gehen wollen. Und das wäre jetzt meine Frage. Dankeschön. Gut, schönen Dank. Kann sich da gerne mal zu äußern? Wollen Sie, Herr Landrat, oder wollen wir Herrn Schulze da? Herr Schulze, möchten Sie was dazu sagen? Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielleicht noch mal eine Aussage zur Regelsatzerhöhung. Wir hatten im Finanzausschuss dargestellt, dass die Ausgaben für das Bürgergeld um 5 Millionen steigen. Das resultiert daraus, dass der Plan für das Jahr 2023 noch nicht mit dem Ansatz Bürgergeld geplant worden ist. Weil, wenn Sie sich daran erinnern, das Bürgergeldgesetz war stark in der Diskussion und erst durch den Vermittlungsausschuss Ende November letzten Jahres gab es da sozusagen Einheitlichkeit, dass das auch beschlossen worden sind. Diese deutliche Erhöhung des Regelsatzes für das Jahr 2023 ist damals im Haushaltsplan nicht berücksichtigt worden, konnte auch nicht berücksichtigt werden. Und jetzt haben wir zum 1. Januar 2024 auf Grundlage dieses Gesetzes und der entsprechenden Verordnung des BMAS wieder eine Steigerung um 12%. Deswegen kommen da 5 Millionen Euro zusätzlich zustande. Ich hatte im Finanzausschuss auch dargestellt, dass der Bund für Eingliederungsleistungen ca. 400 Millionen Euro weniger zur Verfügung stellt. Das macht für uns ca. 450.000 Euro weniger an Eingliederungsmitteln, die zur Verfügung stehen. Ich glaube aber, ich habe trotzdem auch den Hinweis gegeben, dass wir im Jahre 2024 mit den Haushaltsmitteln besser dastehen als noch im Jahre 2023. Das resultiert daher, dass wir weniger Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 eingegangen sind. Letztendlich dadurch, dass wir das Instrument 16i, Integration von Langzeitarbeitslosen, sehr zurückhaltend genutzt haben. Und insofern sind wir auch im Eingliederungstitel im Jahre 2024 voll handlungsfähig. Was das Thema Sanktionen anbetrifft, Sie haben recht, mit dem neuen Bürgergeldgesetz gibt es keine Sanktionen mehr. Es gibt aber weiterhin Leistungsminderungen. Die sind, ich sag mal, nicht mehr so scharf, aber wir sprechen auch Leistungsminderungen aus, wenn jemand zu Terminen nicht kommt oder wenn er sozusagen seiner Verpflichtung aus dem Kooperationsplan auch nicht nachkommt. Also insofern kürzen wir dann im Extremfall auch Leistung. Danke. Gut, schönen Dank, Herr Schulze. Gibt es weitere Wortmeldungen, Herr Landrat? Ergänzend, Herr Koch, uns als Kreis wird es keine Mehrkosten produzieren, dieses Thema. Denn die Regelleistung ist eine Leistung des Bundes, die das Jobcenter ja durchreicht. Ja. Also, weil das ja auch eine Frage war, nur dass das beantwortet ist. Gut. Danke, Herr Schulze. Gibt es weitere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall, dann können wir zum Beschluss kommen. Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 des Eigenbetriebes Jobcenter Altmarkkreis Salzwedel mit dem Gesamtergebnisplan, dem Gesamtfinanzplan, den jeweiligen Teilplänen, dem Investitionsplan und dem Stellenplan. Wer dem so folgt, bitte ums Kartenzeichen. Danke. Das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Eine Enthaltung. Ist jemand dagegen? Das ist nicht der Fall, dann ist es so einstimmig beschlossen. Der nächste Tagesordnungspunkt 8.7 ist die Zuwendung an den Zweckverband Breitband Altmark für das Haushaltsjahr 2024, die Vorlage 633. Gibt es dazu Ihrerseits Anmerkungen? Herr Landrat. Ja, möchte kurz dazu noch ausführen. In den entsprechenden Ausschüssen haben wir das auch schon gemacht, aber das sind ja nicht immer alle Kreistagsmitglieder anwesend. Sie können sich erinnern, dass wir mal davon ausgegangen sind, dass der ZBA 2024 keinen Zuschussbedarf mehr haben wird. Das hat sich leider so nicht ganz ausgegeben, hängt aber auch damit zusammen, dass wir ja aufgrund der neuen Gigabit-Richtlinie mehr Arbeit jetzt auch wieder haben. Das heißt, durch die graue und weiße Fleckenförderung werden wir ja die Altmark sozusagen bis zur letzten Milchkanne erschließen. Der Markt, die
Dialog dazu mit den eigenwirtschaftlichen Ausbauern ist seitens des ZBA und des Ministeriums gelaufen. Und dafür müssen wir aber ergänzend vielleicht sagen, weil das so nicht jeder weiß vielleicht auch, bisher hat der Altmarkkreis Salzwedel ja das Personal selbst bezahlt und dann abgeordnet zum ZBA. Das heißt, das waren Kosten, die auch der Kreis übernommen hat erstmal. Es war so die Starthilfe für den ZBA. Jetzt ist es so, dass wir ab dem Jahr 2024 die Personalkosten vom ZBA erstattet bekommen für das Personal, das wir dorthin abordnen. Und das ist schon mehr als das, was wir noch an Zuschuss jetzt reingeben müssen. Das nur zur Ergänzung. Also so langsam stabilisiert sich die Wirtschaftlichkeit des ZBA und zeigen sich die Vorteile des Betreibermodells, für das wir häufig kritisiert werden und wurden. Aber die Stimmen werden weniger und auch leiser dazu, zu der Frage. Gibt es weitere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall, dann können wir zum Beschluss kommen. Der Kreistag beschließt, dass dem Zweckverband Breitband Waldmark zur Unterstützung seiner Tätigkeit für das Haushaltsjahr 2024 eine Zuwendung in Höhe eines prozentualen Anteils von 42,78 des Zuschussbedarfs gewährt wird. Wer dem so folgt, bitte ihm das Kartenzeichen. Danke sehr, das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Ist jemand dagegen? Auch nicht. Dann ist das so einstimmig beschlossen. Die nächste Vorlage ist die Vorlage Nummer 634 im Tagesordnungspunkt 8.8, Errichtung von Raummodulen für die Ganztagsgemeinschaftsschule Gotthold Ephraim Lessing in Salzwedel, der Ersatzneubau Haus 2. Hat jemand dazu Anmerkungen, Rückfragen? Das ist nicht der Fall, dann können wir zum Beschluss kommen. Der Beschlussvorschlag lautet, der Kreistag beschließt, die Errichtung eines Ersatzneubaus in Form eines Modulbaus für das Nebengebäude der Lessing-Schule, Ganztagsgemeinschaftsschule auf dem Areal dieser Schule. Wer dem so folgt, bitte ums Kartenzeichen. Danke. Das ist die große Mehrheit. Ist jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Enthält sich jemand? Das ist auch nicht der Fall, dann ist dieser Beschlussvorschlag einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 8.9 sieht die in der Vorlage 623 die erste Änderung der Entgeltordnung der Museen des Altmarkkreises Salzwedel vor. Gibt es zu dieser Vorlage Ihrerseits Redebedarf? Herr Landrat. Ja, ich möchte nur darum werben, dem zuzustimmen. Wie Sie wissen, sind überall Preise gestiegen. Auch die Museen haben natürlich gestiegene Preise. Und wir müssen das natürlich ein Stück weit auch an die Nutzer der Museen weitergeben. Ja, das ist ganz klar. Wir haben lange gewartet damit. Aber die Erhöhung ist auch noch sehr moderat. Und weiterhin ist es so, dass die Kinder auch weiterhin kostenfrei reinkommen. Insofern ist das, glaube ich, ein vertretbarer Beschluss, den wir hier machen. Und werbe dafür, dem zuzustimmen. Danke. Gibt es Wortmeldungen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich, über diesen Beschlussvorschlag abzustimmen. Der Kreistag beschließt, die erste Änderung der Entgeltordnung für die Museen des Altmarkkreises Salzwedel vom 30.09.2019. Wer dem so folgt, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Ist jemand dagegen? Das ist auch nicht der Fall. Dann ist das so einstimmig beschlossen. Der Tagesordnungspunkt 8.10 sieht die Erhöhung des Zuschusses des Altmarkkreises Salzwedel für das Theater der Altmark ab 2024 in der Vorlage 624 vor. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann können wir zum Beschluss kommen. Der Kreistag beschließt, die jährliche Zuwendung des Altmarkkreises Salzwedel für das Theater der Altmark in Stendal um 5.000 Euro auf 40.000 Euro zu erhöhen. Die entsprechenden Haushaltsmittel werden im Haushalt 2024 bereitgestellt. Mit der Hansestadt Stendal als Trägerin des Theaters der Altmark ist hierzu eine Zuwendungsvereinbarung zu schließen. Diese umfasst auch die Verpflichtung des Theaters der Altmark,
regelmäßige Gastspiele im Altmarkkreis Salzwedel anzubieten. Wer dem so folgt, dem bitte ich ums Kartenzeichen. Danke sehr, das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Ist jemand dagegen? Das ist auch nicht der Fall, sodass dieser Beschluss einstimmig gefasst wurde. Die nächste Vorlage ist Tagesordnungspunkt 8.11, Abwägung des Finanzbedarfs der umlagepflichtigen Gemeinden sowie des Landkreises im Rahmen der Ermittlung der Hebesätze für die Kreisumlage des Jahres 2024. Hierzu liegt uns die Vorlage 617 vor. Hat jemand dazu Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann können wir den Beschluss fassen. Der Kreistag beschließt, dass er sich die durch den Altmarkkreis Salzwedel im Beteiligungsprozess ermittelten finanziellen Belange der kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises zu eigen macht. Nach Abwägung der ermittelten finanziellen Belange der Gemeinden und des Landkreises durch den Kreistag stellt dieser durch Beschluss fest, dass die in der Haushaltssatzung festgelegte Umlagesätze mit 40,5% vertretbar sind. Wer dem so folgt, bitte ich ums Kartenzeichen. Danke sehr. Das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Eine Enthaltung. Ist jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Dann ist dieser Beschluss auch einstimmig gefasst worden. Der nächste Tagesordnungspunkt, quasi der Höhepunkt unserer heutigen, eigentlich der jährlichen Kreistagssitzung, nämlich die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan, liegt Ihnen mit der Vorlage 632 vor. Für das Jahr 2024, wer möchte sich dazu äußern? Herr Koch. Ja, vielen Dank, Herr Iwatowski. Ich habe noch mal eine Nachfrage. Vor circa einem Jahr wurde die Frage auch schon mal gestellt. Wir haben im Jahr 2022 26 neue Stellen geschaffen. Im Jahr 2023/24 sind 17 weitere neue Stellen geplant. Das ist summa summarum Stellenzuwachs von knapp 10%. Wir wissen selber, wir haben den Haushaltsplan gelesen. Die Kommunen, auch der Kreis, haben immer weniger Rücklagen zur Verfügung. Wir wandern sozusagen auf dem Zahnfleisch. Denn sehen wir in den Ausschüssen, Sozialausschuss, demografischer Wandel, Digitalisierung. Mir ist das einfach unbegreiflich. Und das sehen Sie, werten Sie jetzt bitte nicht als, also ich möchte es einfach nur als Nachfrage, wie wir zeitgleich weniger Menschen haben und erwarten, zeitgleich immer mehr digitalisieren, das heißt immer mehr Automatismen und zeitgleich aber immer mehr Stellen schaffen. Mich würde einfach mal interessieren, warum wir innerhalb von 2 Jahren einen Stellenzuwachs von fast 10% haben, woher das kommt, also und wo die Reise noch hingehen soll, wäre mir auch ganz interessant zu wissen. Danke. Ja, also wohin die Reise hingeht, das wüsste ich auch gern, Herr Koch. Da wir alle keine Glaskugel haben und das nicht genau wissen. Wir haben es letztes Mal auch so begründet, gern auch im Detail im Nachgang schriftlich. Wir haben einen Aufwuchs von Aufgaben einfach. Ja, also insbesondere im sozialen Bereich, wir müssen das SGB VIII da auch die Novelle umsetzen. Das erfordert von uns, dass wir einfach zusätzliches, qualifiziertes Personal brauchen. Da geht es um wichtige Themen wie Kinderschutz, Kindeswohlgefährdung und so weiter. Und so fort. Wir haben diese Aufgaben zu erfüllen, die uns übertragen werden und haben das entsprechende Personal dafür auch vorzuhalten. Ja, also wir werden zwar weniger Menschen, aber es werden nicht weniger Aufgaben, die wir haben. Ja, und ich sage Ihnen auch, Herr Koch, die Zahl der ich sage das jetzt mal, Wünsche an Stellen, also was aus den Ämtern gemeldet wurde, war fast doppelt so hoch. Also wir haben das ziemlich hart runterverhandelt auf diese 17 Stellen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir zum Beschluss kommen. Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024. Wer dem so folgt, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Ist jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Enthält sich jemand? 2 Stimmenthaltungen. Dann ist der Haushalt so einstimmig beschlossen. Und ich wünsche dem Landrat, dass er dann also auch
nachdem das dann vom Landesverwaltungsamt ja auch abgesegnet ist. Das hoffen wir, ja. Und dass das also auch zeitnah dann auch passiert, dass dann auch im nächsten Jahr zügig in die Abarbeitung der Aufgaben gegangen wird. An der Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank auch für die Fachmitarbeiter in der Verwaltung, an der Spitze ja da die Kämmerin, die da dem Landrat entsprechend auch zuarbeitet und mit eiserner Hand das also auch hier mit auf den Weg gebracht hat. Ganz herzlichen Dank. Und wir kommen dann, setzen dann fort mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der 8.13, Änderungsantrag zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und des Kreisschülerrates des Altmarkkreises Salzwedel auf kostenlosen Periodenartikel auf den Toiletten der weiterführenden Schulen im Altmarkkreis Salzwedel. Der Antrag vom 5.4.23, Vorlage 596. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann können wir hier auch zum Beschluss kommen. Der Beschlussvorschlag lautet, der Kreistag beschließt, dem Antrag in geänderter Form zuzustimmen. Damenhygieneartikel werden an die weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Altmarkkreises Salzwedel in den Sekretariaten den Schülerinnen bei Bedarf kostenlos zur Verfügung gestellt. Wer dem so folgt, bitte ums Kartenzeichen. Danke sehr. Das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Eine Enthaltung? Ist jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Dann ist das so einstimmig beschlossen. Die nächste Vorlage ist die Vorlage 635 im Tagesordnungspunkt 8.14, Schulentwicklungsplan berufsbildende Schulen des Altmarkkreises Salzwedel für den Planungszeitraum 24/25 bis 2028/29, 635 Vorlage. Hat jemand dazu Redebedarf? Ja, Herr Landrat. Ja, also ich möchte nur noch mal betonen, wie gut unsere Berufsschule dasteht, was das für ein tolles Haus ist und dass es in letzter Zeit sehr viele Aktivitäten, insbesondere seitens der Schulleitung gibt von Frau Tepper, da noch mehr zu machen, mehr Leben da reinzubringen. Ich habe heute ein tolles Schreiben vom Bauernverband bekommen, die uns unterstützen in unserem Anliegen, dort ein Wohnheim zu errichten, die sich auch sehr, sehr lobend über diese Schule geäußert haben. Und ja, wir wollen diese Schule behalten, wir wollen diese Schule fortentwickeln, weiterentwickeln. Wir haben ja auch neue Bildungsangebote entwickelt, die wir an der Schule an den Mann und die Frau bringen. Insofern kann ich nur darum bitten, stimmen Sie dem zu. Wir wollen die Schule weiterentwickeln. Seien Sie gespannt, eine Woche vor den Winterferien gibt es eine Woche des Handwerkes. Da werden Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Altmarkkreis dort Berufe, vier Berufsbilder kennenlernen. Machen wir zusammen mit den Kammern und mit Unternehmen, die uns da unterstützen. Das ist eine tolle Sache. Danke. Gibt es eine weitere Meinungsäußerung? Das ist nicht der Fall. Dann können wir zum Beschluss kommen. Der Kreistag beschließt, die mittelfristige Schulentwicklungsplanung für die berufsbildenden Schulen des Altmarkkreises Salzwedel für die Schuljahre 2024/25 bis 2028/29 fortgeführt und angezeigt werden die berufsbildenden Schulen des Altmarkkreises Salzwedel, Standort Käthe-Kollwitz-Straße 1. 29410 Hansestadt Salzwedel. Wer dem so folgt, bitte ums Kartenzeichen. Das ist die große Mehrheit. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Ist jemand dagegen? Das ist auch nicht der Fall. Dann ist das so einstimmig beschlossen. Der Tagesordnungspunkt 8.15, erste Satzung zur Änderung der Satzung zum Rettungsdienstbereichsplan des Landkreises Altmarkkreis Salzwedel, Vorlage 616. Gibt es Ihrerseits dazu Anmerkungen? Das ist nicht der Fall, dann können wir zum Beschluss kommen. Der Kreistag beschließt, die unveränderte Fortschreibung der Satzung über den Rettungsdienstbereichsplan des Landkreises Altmarkkreis Salzwedel vom 28.09.2020 über der dem 31.12.2024 hinaus befristet bis zum 31.12.2029 und dementsprechend den Erlass der ersten Satzung zur Änderung der Satzung zum Rettungsdienstbereichsplan des Landkreises Altmarkkreis Salzwedel gemäß der Anlage. Wer dem so folgt, bitte ums Kartenzeichen.
Danke. Ist jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Enthält sich jemand? Das ist auch nicht der Fall. Dann ist das so einstimmig beschlossen. Die nächste Vorlage im Tagesordnungspunkt 8.16 ist die Vorlage 619. Hierbei handelt es sich um die Zweckvereinbarung zwischen dem Altmarkkreis Salzwedel und der Hansestadt Salzwedel über die kommunale Verkehrsüberwachung im Gebiet des Altmarkkreises Salzwedel. Gibt es dazu Ihrerseits Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann können wir auch hier zum Beschluss kommen. Der Kreistag beschließt die Zweckvereinbarung zwischen dem Altmarkkreis Salzwedel und der Hansestadt Salzwedel über die kommunale Verkehrsüberwachung an möglichen Gefahrenquellen der kreisangehörigen Gemeinden des Gerichtsstandes des Amtsgerichtes Salzwedel. Das sind Ahrensee, Verbandsgemeinde Betzendorf, Diesdorf. Wer dem so folgt, der bitte ums Kartenzeichen. Danke. Wer ist dagegen? Eine Gegenstimme. Wer enthält sich? Niemand. Dann ist das so mehrheitlich beschlossen. Ich muss mal mein Buch zuklappen hier und das nächste nehmen. So. Der nächste Tagesordnungspunkt ist der Punkt 8.17. Beschluss über die Anzahl der im Wahlgebiet zu bildenden Wahlbereiche sowie deren Abgrenzung für die Wahl des Kreistages am 9.06.2024, die Vorlage 644. Wer wünscht dazu das Wort? Herr Koch. Ja, vielen Dank, Herr Iwatowski. Ich wollte mich jetzt vorhin nicht in die Diskussion einreihen. Kann die Angst dort ein bisschen nehmen. Ich habe im Bereich Betzendorf-Diesdorf für die Kreistagswahl kandidiert, weil wir dort keinen Kandidaten hatten, komme aber aus Gadling. Gab trotzdem gute Stimmen, ich sitze heute hier. Also, dass man das damit jetzt abreden möchte, das sehe ich nicht so. Auch, dass die Politverdrossenheit dadurch jetzt sehr stärkt wird. Also dazu gibt es ganz viele Umfragen, weshalb die Bürger politverdrossen geworden sind. Zusammenfügen von Wahlkreisen zählte meines Kenntnisstandes nicht dazu. Die zwei Punkte und dann Herr Iwatowski, eins noch, was mir wichtig ist. Geschäftsordnungsanträge, die beschneiden in der Regel eben die Geschäftsordnung und deswegen dürfen Geschäftsordnungsanträge sich nicht mit der Sache selbst befassen, damit eben keine Einflussnahme auf das Abstimmungsverhalten getätigt wird. Das mal für die Zukunft, weil mir das wirklich jetzt in dem Fall nicht so wichtig ist, aber in anderen bestimmten Sachen, wenn dann vielleicht doch mal ein wichtiger Antrag gestellt wird, der von der Tagesordnung genommen werden soll, kann man gerne machen, aber man darf sich zu der Sache selbst nicht befassen. Analog dazu, die Garlinger hier unter uns, die wissen das, hatten wir erst letzte Woche bei uns im Stadtrat in Garlingen das gleiche Thema und deswegen, da bitte ich Sie darauf, nochmal darauf zu achten, beim nächsten Mal auf die Geschäftsordnung. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Fuchs. Und dann Herr Reichert. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich bin fast 30 Jahre Mitglied des Kreistages. Das heißt, ich habe die ersten stürmischen Jahre, die wir hier hatten, miterlebt. Und da waren solche Vorgänge, entschuldigen Sie bitte, Herr Genz, wie das, was wir heute erleben, leider häufig der Fall. Dass also vor Kreistagssitzungen solche spontanen Wünsche geäußert wurden. Ich kann dem nicht folgen. Wir hatten vor 14 Tagen Kreisausschuss. Im Kreisausschuss ist das Thema erläutert worden. Es ist begründet worden, warum die Variante 1 mit den drei Wahlkreisen richtig wäre. Weil sie gesetzeskonform ist. Und wenn wir nicht etwas beschließen, was gesetzeskonform ist, zieht das einen Rattenschwanz nach sich, Leute. Wenn wir heute nicht einig werden, bedeutet das, wir müssen weitere Kreistage folgen lassen. Dann unterstützen wir die Politikverdrossenheit, weil die Leute draußen sagen, sag mal, spinnen die jetzt? Kreisausschuss hat das quasi genehmigt und jetzt machen sie Salto rückwärts. Das heißt also, auch in der Wahlvorbereitung schieben wir alles nach hinten. Und ich kann Ihrem Antrag einfach nicht Folge leisten, weil
wie gesagt, Herr Koch, da gebe ich Ihnen recht, wir fördern damit Politikverdrossenheit. Und ich war eigentlich stolz in den letzten Jahren, wie das hier bei uns im Kreistag abgelaufen ist. Dass wir uns gestritten haben in der Sache, in den Ausschüssen gestritten haben, aber hier im Kreistag gab es eine relativ große Einvernehmlichkeit. Und das hat mir außerordentlich Freude gemacht, hier mitwirken zu dürfen. Und deshalb möchte ich ganz einfach darum werben, dass wir gesetzeskonform hier etwas beschließen und dass wir das heute auf den Weg bringen. Nicht verschieben. Dankeschön. Herr Weichert. Wenn wir uns heute mit dieser Problematik, die Zuordnung der Gemeinden in Wahlbereiche für die nächste Kreistagswahl beschäftigen, dann hat das zunächst einen rein formellen Grund. Den können alle nachlesen in der Beschlussvorlage. Es hat aber auch eine politische Dimension. Insbesondere, wenn es darum geht, mehr Bürgerbeteiligung, mehr Bürgernähe zu organisieren. Wir als Freie Liste, wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass wir weniger Wahlbereiche bekommen. Warum? Ich möchte Ihnen das mal an einem konkreten Beispiel unserer und der einzigen, im Moment noch einzigen unabhängigen Wählergemeinschaft auf Kreisebene mal darstellen. Vor 20 Jahren bin ich mit einigen Mitstreitern losgezogen und wir haben eine Liste für die Kreistagswahl 2004 eingereicht. Damals hatten wir ganze 8 Wahlbereiche. Um kandidieren zu können, mussten wir für alle 8 Wahlbereiche versuchen, Kandidaten zu finden und in allen 8 Wahlbereichen Unterschriften sammeln. Ihr von der CDU, das zeigt mir mal, wann ihr das letzte Mal Unterschriften gesammelt habt. Die etablierten Parteien sind nämlich ausgenommen davon. Es betrifft neue Parteigründungen, kleine Parteien, Wählergemeinschaften. Wir sind losgezogen durch das Kreisgebiet und mussten damals 1% der Wählerstimmen oder 1% der Wahlberechtigten mussten Unterstützungsunterschriften für uns abgeben pro Wahlbereich, maximal 100. Da die Wahlbereiche damals von etwa jeweils 10.000 Wahlberechtigte hatten, haben wir 800 Unterschriften sammeln müssen. Zur selben Zeit haben Wählergemeinschaften im Landkreis Stendal, die dort angetreten sind, zum Beispiel die Landwirte mit einer eigenen Wählergemeinschaft, haben nur 300 Unterschriften sammeln müssen, um am Ende für die Kreistagswahl zugelassen zu werden. Wenn wir heute hier über Bürgernähe, wenn wir heute über mehr Demokratie sprechen, dann sollte man das auch bitteschön vor Augen haben. Wer mehr Pluralität bei uns im Kreistag wünscht und zulassen möchte, der kann nicht anders, als heute dem Vorschlag der Verwaltung auf Reduzierung der Wahlbereiche zuzustimmen. Und wir können am besten mit dem Vorschlag, dass wir 3 Wahlbereiche Variante 1 bekommen, leben. Könnten noch mit 2 Wahlbereichen, also Variante 3, leben. Aber ich denke mal, die Variante 1 ist sehr ausgewogen. Und ich bedanke mich beim Landrat und Frau Otte Sonnenschein für die sehr gute Vorbereitung. Danke. Ja, Dr. Kratz. Ich möchte nur kurz einwenden, ohne dass ich hier in die eine oder die andere Richtung Stellung oder Partei ergreifen möchte. Der Gesetzgeber hatte sicherlich irgendeine Wahl vor Augen und ein ideales Wahlgebiet. Ob er dabei ein Wahlgebiet vor Augen hatte, das die zweitwenigste oder zweitgeringste Bevölkerungsdichte in Deutschland hat, mit, ich weiß jetzt nicht, wie viel es aktuell sind, vielleicht 40 Einwohnern pro Quadratkilometer, oder ob er die Bevölkerungsdichte von Stadtfeld Ost mit 1100 vor Augen hatte, das weiß ich nicht. Es ist schon ein klitzekleiner Unterschied. Ich kann sowohl die Argumentation vom Abgeordneten Reichert nachvollziehen, dass man die
kleineren Parteien und die Wählergemeinschaften nicht benachteiligen sollte. Das kann man aber anders lösen als über die Wahlbereiche. Sondern ich möchte daran erinnern, dass es schwierig wird für jemanden aus irgendeinem kleinen Dorf im Bereich Kalbe, dann mit jemandem oder einen Wähler in Letzlingen davon zu überzeugen, dass er vielleicht in den Kreistag sollte. Wir haben ja, ich sehe hier schon auf der anderen Seite eben das Problem, dass die Verbindung zwischen Wähler und Kandidaten so ein bisschen aufgelöst wird. Also ich würde das jetzt auch nicht so emotional sehen, aber wir müssen hier noch eine Diskussion führen und wir müssen abwägen, was wir eigentlich wollen. Ich sehe hier das nicht in Stein gemeißelt, dass es so kommen muss, wie die Landeswahlleiterin sagt. Wir müssen uns einfach eine gute Begründung einfallen lassen. Wenn es nicht anders geht, dann ist es so. Aber ich finde halt Wahlbereiche, die miteinander wenig zu tun haben, schwierig und die auch von der Gewichtung her sehr inhomogen sind. Wenn wir nämlich zum Beispiel Salzwedel und Ahrenssee zusammentun, da hätte ich schon, denke ich, auch begründet die Befürchtung, dass Ahrenssee nicht mehr im Kreistag sitzen wird. Das müssen wir dann sehen und schauen, wie wir das abwägen. Aber ich denke, wir müssten das noch einmal genauer diskutieren, als wir das bisher zum Beispiel im Kreisausschuss tun konnten. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, Frau Gruner. Kann ich dem, was Herr Karl eben sagte, nur noch zustimmen. Wir haben dann nämlich Wahlbereiche, die über 70 Kilometer weit sind. Und wenn ich dann Wahlkampf mache, ich meine, ich bin dann nicht mehr da. Aber dann ist das für die einzelnen Kandidaten natürlich auch schwierig. Und das ist der Bekanntheitsgrad bei der Bevölkerung eine Rolle spielt, sehe ich auch. Deshalb, also ich bin nicht jetzt hundertprozentig für 7 Wahlbereiche, aber ich bin dafür, finde, müssen wir Verantwortung tragen, dass wir darüber noch mal diskutieren und so schnell wie möglich dann zur Lösung kommen. Denn nur im Kreisausschuss, ich weiß, dass wir vor 5 Jahren in der gleichen Situation waren, da waren die Fraktionsvorsitzenden vorher zusammen, haben da schon diskutiert und gegenseitig Argumente ausgeweitet. Denn war der Kreisausschuss also und anschließend dann der Kreistag. Und ich fand, das war eigentlich eine gute Lösung, dass man intern schon erstmal unter den Parteien sich verständigt hat und dann anschließend damit in den Kreistag. Heute wird das hier, da kann ich dir auch nicht zustimmen, Conny. Jeder hat seine freie Meinung und sollte die auch äußern können und nicht gleich dafür kritisiert werden hier. Gut, schönen Dank, Frau Luna. Herr Fuchs. Ja, lieber Dr. Karl, lieber Ilja, das klingt ja gut, was du sagst. Aber wir dürfen nicht davon abweichen, dass wir nur 36 Kreistagsabgeordnete zu wählen haben. 42. Okay. Also die Zahl steht fest. Und egal wie groß die Wahlkreise sind, wir haben nicht mehr zu wählen. Und die zu Wählenden werden ja aufgeschlüsselt entsprechend der Größe der Wählerzahl. Und wenn der Wahlkreis größer ist, hast du natürlich pro Wahlkreis mehr Abgeordnete zu wählen. Wenn er kleiner ist, haben eher die großen Parteien den Vorteil, weil sie ihre Leute dann reinkriegen. Also ich kann jetzt diesem Argument von dir auch, Gabi, leider nicht Folge leisten, obwohl ich euch natürlich sehr schätze. Das muss also bitte schön auch bedacht werden. Wir haben nur 42 zu wählen, egal wie wir die Wahlkreise nun gestalten. Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte, Herr Krause. Ich möchte das auch nicht jetzt irgendwie so als, i-Tüpfchen festmachen, so oder so, aber ich möchte doch zu bedenken geben, denn ich wurde ja gleich begrüßt, Mensch, was wollt ihr, was habt ihr da vor? Wir können doch nicht gegen Gesetze verstoßen. Es geht nicht um einen Gesetzesverstoß, sondern es geht um die Besonderheit unseres Altmarktkreises. Wir haben es beim Schulgesetz. Wir haben auch nicht festgezogen nach dem Gesetz, sondern nach Ausnahmeregelung auch durchgesetzt, dass Schulen bleiben konnten, obwohl das Gesetz etwas anderes vorgeschrieben hat. Das liegt an uns. Und ich glaube einfach, es hat Herr Karl gesagt und auch Frau Grunder schon,
ein klein wenig ist zu bedenken, wir haben nicht so viel darüber in keinem Fachausschuss, außer im Hauptausschuss. Ich war selbst mit der Vorlage etwas überrascht, als dann das vom Hauptausschuss kam, zwei Ausschusssitzungen, nirgendwo stand das in der Diskussion zur Debatte. Also konnten wir auch nicht mehr als Abgeordnete in einigen Fachausschüssen überhaupt darüber debattieren. Ich denke, es ist schon ein bisschen darüber nachzudenken. Es ist eine kleine Entfremdung von Wähler und zu Wählende. Wenn man von jetzt Plate, Packebusch bis hinter Letzling, Roxförde, das sind 70 und mehr Kilometer. Und das ist das, worüber, wenn wir die Möglichkeit haben, nochmal nachdenken sollten. Ich sage wirklich, wenn wir die Möglichkeit haben, ich glaube, man kann auch durch Sitzungen zusätzliche oder auch Delegierung in den Hauptausschuss vielleicht eine Lösung finden. Herr Krause, schönen Dank. Herr Wienicke noch mal bitte. Ja, ich möchte Herrn. Aber Herr Wienicke hat sich vorher gemeldet. Nee, Sie haben ja gemeldet. Genau. Ja, ich denke. Genau. Ich setze mich wieder hin. Nein, du brauchst nicht. Du hast das Wort. Wenn der andere gerne möchte. Ich möchte Konrad dir widersprechen. Wir haben im Kreisausschuss keine Informationen bekommen, weil das Land noch nicht gesagt hat, wo es lang geht. Wir haben da nichts diskutiert über die Wahlkreise, die wurden uns vorgestellt. Aber Frau Inga Sonnenschein hat dann dementsprechend dann die Bestätigung vom Land noch nicht da gehabt. Der zweite Punkt ist, wir können kleine Kreise machen, wir können große Kreise machen. Hare Niemeyer regelt hinten am Ende, wie viele Kandidaten dann aus jedem Kreis dementsprechend dann in die in den Kreistag kommen. Und eine Bitte habe ich noch, wir sollten das wohlweislich überlegen, denn diese Sache, die wir hier angesprochen haben, dass es zwischen Bürger oder Wähler und dementsprechend den Kandidaten, dann müsste ich, wenn wir jetzt sagen, wir machen mit Kalbe und Gardeling und Klötze zusammen, dann zur Wahlveranstaltung bis nach Pozene oder dann bis nach Karitz oder Poritz. Ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck der Sache ist und da stehst du dann und machst Reklame für deine Sache und kommst ganz woanders her. Man muss es auch ein bisschen menschlich sehen. Ich bitte auch darum, dass wir diese Chance nutzen, denn vorauseilender Gehorsam, da bin ich der größte Gegner von. Man sollte Sachen dementsprechend ausdiskutieren und prüfen, ob der Gesetzgeber, der diese 20% da vorgegeben hat, dementsprechend Spielraum hat. Und der Punkt, der durch Ilja Karl angesprochen wurde, dass wir ja im Flächenland sind oder Kreis sind, wo die Bedingungen sehr, sehr anders sind, da sollte man noch mal eine Chance geben. Und ich hätte nichts dagegen, wenn wir im Januar einen Sonderkreistag machen, um diesen Punkt dann dementsprechend auszudiskutieren, den wir vielleicht in der Zwischenzeit mit offenen Augen und Distanz dann dementsprechend regeln können. Dankeschön. Gut. Herr Ostermann. Herr Ostermann hatte sich. Genau. Ich denke, die Meinungen sind ausreichend ausgeteilt worden und sind natürlich sehr verschieden. Auch die Interessen sind ja im Landkreis wahrscheinlich verschieden. Insofern bitte ich um Abstimmung. Gut, dann greife ich das auf. Wer dem Antrag von Herrn Ostermann so folgt, den bitte ich ums Handzeichen oder Kartenzeichen. Das ist die große Mehrheit. Dann werden wir so verfahren. Damit ist die Diskussion über diesen Tagesordnung beendet. Ich hätte jetzt noch mal eine Bitte an Frau Otto Sonnenschein, uns mal zu erläutern. Wir haben ja jetzt vom Grunde diese drei Varianten. Wir haben ja auch letztendlich das Votum von Herrn Genz und Herrn Wienicke und von einigen anderen ja auch letztendlich das Ganze hier zu vertagen, wie jetzt letztendlich hier mit umzugehen ist. Vielleicht nochmal, wir machen ja dazu eine entsprechende Abstimmung und Sie sollten vielleicht nochmal erläutern, welcher Antrag wo wann abgestimmt, also gewonnen hat letztendlich. Ne? Wir stimmen jetzt über die Varianten ab. Wir fangen mit der Variante 1 an, dann die 2, dann die 3. Jeder hat eine Ja-Stimme, also können wir für 1 Ja-Stimme. Und ansonsten mit Nein. Ja, bitte. Also ich muss dem widersprechen, der weitergehende ist die Vertagung. Und wenn das nicht durchkommt, dann das. Ja, bitte, Herr Hund. Ja,
Durchgemeldete Verdauung wurde am Anfang der Sitzung ja beantragt, die ist nicht durchgekommen. Darüber brauchen wir jetzt nicht mehr zu reden. Ja, naja. Einfach über eine der Varianten abgeschlossen. Gut, okay, da haben Sie insofern recht. Ich hatte aber mich im Vorfeld nochmal mit Frau de Sonnenschein besprochen. Die Frage ist ja, wann ist eine Variante überhaupt angenommen? Ja. Ja, das ist ja richtig. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Anteil auch sagt, oder auf diesen Vorschlag von vorhin abzielt, sodass sie jetzt sowohl gegen alle drei Varianten ist, dann kann es ja auch passieren, dass wir gar keine Mehrheit für die eine oder andere Variante zustande bekommen. Und das würde ich bitte nochmal von Frau de Sonnenschein erläutert haben. Und dann bitte Herr Hund. Herr Vorsitzender, ich beantrage, dass über die Variante 1 als Vorschlag abgestimmt wird. Ja, das können wir auch gerne machen. Aber die Frage ist ja nur, ab wann ist eine Variante überhaupt... Oh. Na eben, das soll sie ja nochmal erläutern, bitte. Also wir beginnen mit der Abstimmung über Variante 1. Wenn dort 18 Ja-Stimmen zusammenkommen, ist die Variante 1 angenommen. Wenn weniger Stimmen sind, ist abgelehnt, dann stimmen wir über die Variante 2 ab. Wenn doch 18 Ja-Stimmen sind, dann ist die angenommen. Wenn weniger sind, ist abgelehnt. Und bei der dritten genauso. Und wenn wir keine haben, dann haben wir insgesamt die Beschlussvorlage abgelehnt. Gut, Herr Gens. Ja. Ganz kurz. Ja, warte auf. Ich hatte ihm erst und dann bitte danach. Kurz mit ab. Also nur mal eine Frage. Wenn jetzt alles abgelehnt ist, Mehrheit bekommt. Ja, gut, dann ist es ja am Schluss abgelehnt. Aber ist es denn nicht so, dass wir ein halbes Jahr nicht darüber debattieren dürften? Wie ist denn das denn gesetzlich? Weil wir haben ja die Frist im Nacken. Ja. Ist ja nun mal die Frage ist ja, Beschluss abgelehnt, ein halbes Jahr darfst du nicht machen. Was denn dann? Herr Ostermann erstmal und dann, okay, gut, und dann äußern Sie sich nochmal als Verweisung. Ich denke, wir sollten das machen, was wir immer gemacht haben. Wir wählen zunächst eine Variante. Hat sie gesagt. Eins ist ja vorgeschlagen worden. Ja. Und dann entscheidet die Mehrheit der Stimmen in diesem Wahlgang. Enthaltungen zählen nicht, sind, ja, also nicht 18 Stimmen. Muss alle sich beteiligen. Ja, Entschuldigung. Sie haben es falsch gesagt, du musst 18 Stimmen kriegen, da hätte es Widerstreit gegeben. Das ist also nicht nötig, sondern es muss nur die Mehrheit der abgegebenen Stimmen sein, wobei Enthaltung nicht zählt. So einfach ist das. Ja. Herr Kraus, dann Frau Gruner. Ich beharre auf meinen Standpunkt. Wir haben über die Tagesordnung im ersten Punkt abgestimmt. Und nicht über diesen Antrag. Und dann wurde festgestellt, dass das dann diskutiert wird, weil es ja nur um die Tagesordnung geht. Und aus der Diskussion stelle ich jetzt den Antrag, dass dieser Antrag zurückgestellt wird und dazu eine zusätzliche Beratung erfolgt. Herr Reichert. Wir hatten einen Geschäftsordnungsantrag vom Kollegen Ostermann. Der hatte gesagt, die Diskussion soll beendet werden. Dem haben wir mehrheitlich stattgegeben. Das heißt, wir kommen jetzt in die Beschlussfassung und damit sind Aussprachen und Anträge nicht mehr möglich. Danke. Das ist ja nicht. Nein. Es gibt keine. Herr Krause. Juristische Sinn ist der Tagesordnung beschlossen und Herr Ostermann hat beantragt, Schluss der Debatte. Und Schluss der Debatte, Schluss der Debatte. Und Abstimmung. Und ich stelle fest, dass das kein Punkt war zu diesem Tagesordnungspunkt, Abstimmung der Tagesordnung. Und in der Diskussion ist deutlich geworden, Rückstellung. Und wenn das noch nicht verstanden wurde, dann habe ich daraus einen Antrag gemacht. Herr Ostermann. Ich weiß aber noch, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich möchte die Debatte beenden und bitte um Abstimmung. Ja. Das haben wir beschlossen. Gut. Also ich verdrehe mir das Wort im Munde. Frau Otto Sonnenschein, ich würde es noch mal. So. Schön. Ist ja schön. Also, meines Erachtens doch ist das richtig, wir müssen über den ersten Antrag abstimmen. Yes, Herr Ostermann hat den Antrag gestellt zur Geschäftsordnung. Damit sind alle anderen weiteren Möglichkeiten der Anträge
nicht mehr zulässig und über den Antrag der Absetzung haben wir das erste Mal bei der Tagesordnung abgestimmt. Ja, aber jetzt für mich ist nochmal die letzte Frage, die Herr Gens auch gestellt hat. Was passiert, wenn alle drei Varianten abgelehnt werden, also keine Mehrheit finden? Was passiert dann? Bitte? Muss ich gucken. Ja, Ostermann. Ja, ja, gleich, Frau Gruber. Ja. Das ist doch ganz einfach. Wir stimmen die Variante 1. Ja. Wenn diese Variante 1 keine Mehrheit kriegt, ja, müssen wir über die Variante 2 abstimmen. Genau. Hab ich, das habe ich. So einfach ist das. Das haben wir doch gut. Keine Mehrheit kriegt die Variante 3. Ja, und dann? Ja, dann müssen wir uns überlegen, was wir dann machen. Ja, das habe ich am Kopf. Aber erst dann, wir müssen noch die Fragen lösen. Ja, mach doch. Gut. Okay. Einen kleinen Augenblick und Frau Gruber hat es sich auch noch. Nee, das ist, nee, das geht jetzt nicht. Ja. Ja, bitte. Nochmals, wir hatten einen Geschäftsordnungsantrag von Kollegen Ostermann. Jetzt sollten wir endlich dazu kommen, was die Geschäftsordnung vorsieht, nämlich die Abstimmung. Und ich appelliere in diesem Zusammenhang an die Verantwortungsbewusstsein aller von denen, die heute hier sitzen, damit eine der Varianten eine Mehrheit bekommt. Bitte. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Abstimmungsvarianten. Ich rufe dann als erstes die Variante 1 auf. Das Wahlgebiet für die Wahl des Kreistages am 9.06.24 wird in drei Wahlbereiche mit folgender Abgrenzung: Wahlbereich 1 Hansestadt Salzwedel und Stadt Arnsee, Wahlbereich 2 Hansestadt Garling und Stadt Kalbe und Wahlbereich 3 Verbandsgemeinde Beetzendorf, Diesdorf und Stadt Klötze eingeteilt. Wer diesem Vorschlag so folgt, bitte ums Kartenzeichen. So, sehen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja? Gut, okay. 16. Am besten stehen wir auf. Ja, bleibt bei 16? 16. Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18. Somit ist diese, wer enthält sich? Eine Enthaltung. Aber also, du hast 18 gezählt, ja? 18 gegen 16 ist diese Variante so nicht mehrheitsfähig. So, dann stimmen wir über, so jetzt, ist, wie ist das jetzt? Sagen wir mal. Gut, kann jeder wieder ganz normal abstimmen hier? Ja. Gut. Dann rufe ich die Variante 2 auf. Für das Wahlgebiet für die Wahl des Kreistages 9.06.24 wird in drei Wahlbereiche mit folgender Abgrenzung: Wahlbereich 1 Hansestadt Garling plus Stadt Kalbe, Wahlbereich 2 Hansestadt Salzwedel, Wahlbereich 3 Verbandsgemeinde Bitzendorf-Diesdorf, Stadt Arnsee und Stadt Klötze eingeteilt. Wer dem Vorschlag folgt, bitte ich ums Kartenzeichen. Einer. Damit ist diese Variante auch nicht mehrheitsfähig. Brauchen wir nicht weiter abstimmen. Gut, okay, wer enthält sich der Stimme? Niemand. Und damit ist er vom Grunde durch. Na? So, dann die. Gut, okay, wer ist dagegen? Gut, okay, Herr Hund, so zufrieden. Gut. Variante 3, Wahlbereich 1, Hansestadt Salzwedel, Stadt Arnsee und Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf, Wahlbereich 2, Hansestadt Garding, Stadt Kalbe und Stadt Klötze. Wer ist für diese Variante? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wer ist dagegen?
Das ist die Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme? Bei einer Enthaltung. Demzufolge haben wir, so wie ich das vorhin vielleicht prognostiziert habe, keine gültige Entscheidung für die drei Wahlbereiche. So, nun machen Sie mal Vorschlag vor uns zu scheinen. Wie geht es jetzt weiter? Frau Otte Sonnenschein hat das Wort, bitte. Ich habe zwischenzeitlich nachgelesen, also diese 6-Monats-Frist gilt nur, wenn Ihrerseits ein Antrag gestellt wird und der dann abgelehnt wird, dann darf eine Behandlung nicht wieder erfolgen innerhalb von 6 Monaten, damit man nicht über den gleichen wieder reinbringt. Hier haben wir eine andere Situation. Wir brauchen die Einteilung der Wahlbereiche, und zwar brauchen wir die Einteilung der Wahlbereiche bis zum 10.02. spätestens, da muss veröffentlicht werden. Das heißt, wir werden einen Sonderkreistag machen müssen oder vielleicht auch 2 Sonderkreistage, wenn wir uns da auch entschieden haben. Also müssen wir gleich 2, weil wir müssen ja im schlimmsten Fall davon ausgehen, dass wir einen 3. brauchen. Ja. Nur wegen des Widerspruchs und so weiter, dass wir das im Auge haben. Planen müssen wir 2. Gut oder nicht gut. Dieser Tagesordnung ist damit beendet. Ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt nicht auf, sondern ich bin. Darf ich noch einen Vorschlag machen? Ja, bitte. Also, da wir uns ja heute nicht geeinigt haben und es Sonderkreistage gibt, sollte man noch darüber nachdenken, dass wir die ohne Sitzungsgeld durchführen. Denn ich finde, das ist. Wir haben uns nicht geeinigt und dann sollte man wenigstens für den Kreis was machen. Das Sitzungsgeld spenden. Meine Damen und Herren, wir haben damit den letzten Tagesordnungspunkt sicherlich nicht unbedingt sehr glücklich hier für dieses Jahr abarbeiten können. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich bei der Öffentlichkeit für Ihre Teilnahme, wünsche Ihnen für die restliche Zeit des Jahres noch alles Gute und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir setzen im Anschluss mit einem kleinen nicht öffentlichen Teil diesen Kreistag fort. Und ich möchte mich von Ihnen an der Stelle verabschieden.